Jo, herzlich willkommen zurück bei AC3. Und wir machen gerade weiter. Wir wollen mal schauen mit Schiffsmissionen. Da haben wir ja auch ein bisschen etwas. Posten, was haben wir da? Fort Volker. Devonport-Siedlung. Ah, da könnte ich mal schneller mit dem. Wie heißt der Hinkebein da? Mit seinen Klunkern, mal schauen, ob ich genug habe. Mal gucken, ob ich genug habe, aber ich glaube nicht. Was hat er diesmal? Lass mal sehen, lass sehen! Nee, das Das reicht reicht nicht, nicht Junge! Bring mehr. mir mehr, dann tauschen wir! Dummer Sack. Dann gehen wir halt zurück aufs Schiff. Die Hände sind in Nöten. Warum können wir das mal kurz? Jo, schauen wir mal da rein, okay? Das Fuhr ist nicht verlassen, wie es sein sollte. Ist so besetzt wie nur möglich. Dann brauche ich etwas, um sie abzulenken. Sobald ich außer Sicht bin, warte 10 Minuten und beschießt sie. Ich schlüpfe im Schutz des Feuers durch. Ei, ei, Captain. Klingt recht gefährlich, aber du schaffst das schon. Glaub kaum, dass sie verurteilte Piraten wie Lucky Lem oft aus der Zelle lassen. Also, wenn seine kleine Schriftrolle irgendwo ist, dann da. Oh je, das wird mir ein Gadi. Das wird mir ein Gadi. Man, das sieht so gefährlich aus. Präsentiert das Gewehr! Voll mit der Kamera führen. Das ist ja. Position 2! Los! Doch lacht der da vorne, muss man sagen. Nein, das tut er von mir nicht. Split ist, glaube ich, nur die Musik. Also, wie viel ist es hier? Ah, da geht er nicht. Mir hat das eine Wand. Platsch! Kaflack! Nee. Das muss aber böse werden. Boah! Aus außen herum, um den Innenhof zu meiden. Ja, das wird die aber auch gut meinen. Leck's mich doch. Oh Gott! Oh, bestimmt nur eine Seemöwe. Sind ja sowieso die einzigen Eindringlinge hier. Es ist absurd. Ich komme übers Meer, um eine unbedeutende Insel zu bewachen. Das wird sicher meine letzte Dienstzeit. Wenn ich den Hauptmann treffe, sehe ich ihm direkt in die Augen und sage, Sir, ich gehe nach Hause. Ich habe genug von diesen sinnlosen Einsätzen. Du machst dich sofort da runter! Nicht pfeifen, plündern!
Was ist denn da? Zeigt dort und dort. Was findet ihr jetzt dann noch? Irgendwie eine. Ist jetzt halt eine Rohrzeige. Bei ihm da Typ war. Mö? Fuck. Hä? Oh no, man. Weil es so schön war. Ah, es blieb da. Ja, jetzt. Es trifft ja auch nicht einen Koffer ab. Oder irgendwie oben drüber. So, Papier gar nicht. Ah, oh, da bin ich auch voll depp. Irgendwo müsste man nur noch Shops. Wer sollte dieses Foyer angreifen? Hm? Niemand. Gibt keinen Grund. Wir sind nur hier, weil der Hauptmann was verbockt hat. Und was? Ich hab keine Ahnung. Ich wette, die hat er auch nicht. Lass gut sein. Ist die richtige Wache. Ja, ja. Schien so. Attentat auf den Forscher. Ja, jetzt machst du einen Vorsprung, dann kommst du da rein von ihnen, dann hast du schon wieder verkackt. Da links oder rechts von dem Heiligen. Oh nee, Scheiße. Jetzt hätte ich da drüber bekommen, im Prinzip. Das funktioniert nicht. Ja, aber. Jo, jo! Haben wir es verkackt schon nicht? Ah. Also, es sollte auch noch ein Sekunde liegen. Oh, das Land da. Und er zittert jetzt schon. Was? Gut geschlagen. Verdammt. Ah!
Ja, da hat Yoga eh mitbekommen. Da konnte man so hier hoch verkriegen. Selber gönnen. Oh, die Blöde rein. Diese Kanone habe ich nicht mehr da. Was muss man. Was muss man sagen? Oh! Da hat jetzt fast nicht gesehen. Und eventuell nochmal. Sette da eine ihn. Will er noch sagen? Okay, wahrscheinlich muss ich da einen anderen gewarten, also das. Sag mal, und dann nimm mal das Ding. Wie komme ich da oben hin? Wie komme ich da oben hin? Irgendwie da geworden. Aha. Aha. So geht das. Im Eilschritt. Wenn wir zur Ansprache zu spät kommen, sind wir dran. Beeil mich. Ich beeil mich, ja. Boah, da zählt eine Menge. Bedeutend. Der General bestraft den Hauptmann für die Sache in Polen. Ich habe genug. Wir sind hier mit dem Befehl, das muss ich euch nicht sagen, Fort Walcott gegen die Rebellen. Kann ich da über das Zieg hineinjumpen, wenn die dann euch nicht zu interessieren. Am Korsle sind. Ihr sollt weder die Strategie kommentieren, noch kennt ihr die Pläne der Rebellen. Also hört einfach auf. Der nächste Mann, der unsere Einsatzbefehle in Frage stellt, erhält 10 Peitschenhiebe und 7 Tage Kerkerhaft! Ohne Verpflegung! Ist das klar? Ja, Sir! Ja, Sir! Auf der Tageliste findet ihr den Dienstplan der nächsten Woche. Kompanie B wird ohne Rumrationen exerzieren, bis sie die Formationen 2 und 3 ordentlich beherrscht. Unter meinem Kommando werden solche Schlampereien nicht mehr geduldet! Ja, Sir! Ja, Sir! Sie so fisch denn? Shit, du sie hat gefischt. Ah! Was haben wir da? 1500. Schweinehund ist nicht bei Trost. Wer tut einem Menschen sowas an? Oh Mann. Deshalb muss man Soldaten immer beschäftigen.
Okay, von dem müssen wir bleiben. Also verbieten da oben rein. Mann, schreit doch noch extremer, du Volltrottel, du. Also, ich meine, bevor wir hier weitermachen, machen wir hier schnell ein Päuschen. Und ja, dann werden wir mal schauen, wie das weitergeht. Also, dann sage ich mal danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.